Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Map-Vorstellung. Ja, diesmal geht es hier in die Richtung Ukraine. Ja, wie man den Namen genau ausspricht, kann ich euch leider nicht sagen. Aber ihr seht es ja selber, wie hier der Name steht. Und ja, was kann man hier zu der Karte sagen? Es gibt eine kleine Info dazu. Wir haben insgesamt 18 Felder unterschiedlicher Größen und ja, Formen. Zwei Grundstücke, die Wald beinhalten. Dann gibt es einen See, wo man Wasser holen kann. Und es gibt einmal ja, einen See, wo du auch Fische fangen kannst. Klingt auf jeden Fall mal spannend. Sammlerstücke gibt es ebenfalls, Verkaufsstellen, an denen alle Standardkulturen sowie zusätzliche auf der Karte vorhandene Kulturen verkauft werden können. Ja, das klingt doch schon mal recht spannend. Deswegen schauen wir mal gerne rein hier. Und ja, wir starten hier im Haus. Machen mal die Türen hier einmal ein bisschen auf. Suchen uns den Weg nach draußen. So, so viele Türen hier. So. Und jetzt erstmal hier rauskommen ist natürlich schon mal der erste große Schritt. So, jetzt. Ja, und da sind wir auch schon draußen. Gucken wir mal hier kurz rein, ob es irgendwas versteckt gibt. Oh ja, gut, da machen wir gleich wieder zu. Also, wir wissen, wir haben Startfahrzeuge. Aber als erstes, ihr wisst ja, grundsätzlich erstmal anschnallen und einmal kurz den Überblick verschaffen. Den 360-Grad-Blick. So, da drüben sehe ich schon mal einen See. So, hier weiter gucken. Jawohl, da ist noch ein zweiter See. Jo, dann haben wir schon mal einmal den groben Überblick. Wir machen jetzt dann natürlich erstmal den Fahrzeugcheck. Mal sehen, was uns hier bereitgestellt worden ist. Okay, das Ganze ist ein bisschen übersichtlich. So, hier haben wir zweimal John Deere, ein Massey Ferguson. Den Mähdrescher kennen wir. Schneidwerk haben wir, Transportanhänger haben wir ebenfalls. Unser ungeliebtes Auto haben wir ebenfalls. Dann hier Transportanhänger. Den kleinen Grubber, kleine Sämaschine, Gewicht und ja, aus die Maus. Ja, für den Anfang kann man mitarbeiten und alles andere müsst ihr euch erwirtschaften. So, dann gemietet haben wir nichts. Baumenü. Da schauen wir doch mal, wo wir hier sind. Können wir hier was verkaufen? Okay, die Garage können wir verkaufen, Haus können wir verkaufen. Sonst den Rest da unten nicht. Aber das ist jetzt noch nicht der Hof direkt. Dann gucken wir mal, was wir hier verbaut haben. Okay, wir haben ja einiges geändertes, zusätzliches in der Karte vorhanden. Hier genauso. Was haben wir hier noch? Da haben wir auch noch mal was. Jawohl. Tankstelle, alles klar. Werkstatt, Farmhaus. Also hier ist definitiv eine Menge angepasst. Auch hier sieht man das wunderbar. Verkaufsstation, jawohl. Ah, okay, da fehlt ein L10-Eintrag, auch nicht schlecht. So, wie sieht es hier bei den Tieren aus? Ah, bei den Hühnern haben wir was Eigenes. Gut, Deko, da ist sowieso das Gleiche. Dann schauen wir hier mal Bodentexturen. Was haben wir denn? Okay, da haben wir 6 Stück. Baumtechnisch haben wir hier auf jeden Fall eine sehr große Auswahl.
und Blumen, Pflanzen, Buschtechnik. Auch da haben wir eine sehr breite Palette. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, wo der Hof ist. Das sieht mir hier hinten nach dem Bereich aus. Daneben dran haben wir, glaube ich, einen Händler, so wie das ausschaut. Ich würde sagen, wir gucken auf die Karte. Dann brauchen wir nicht raten. Jawohl, also hier sieht man schon definitiv den Hofbereich. Dann könnten wir da nochmal gerne schauen, wie das denn aussieht, ob wir hier was verkaufen können. Jawohl. Ja, das können wir. Okay, also hier habt ihr die Möglichkeit, euch auf jeden Fall was Eigenes zu kreieren, umzugestalten. Gebäude kann man entfernen. Ja, den Shop haben wir hier schon angesprochen. So, Heuboden, Kesselhaus, alles Verkaufsstellen, Lagerung, Kalkstation, hier unten eine Tankstelle, kleiner Markt, Palettenlager, Logistiklager, Kartoffelfabrik. Ja, da gucken wir doch mal kurz hin. So, so sieht das Ganze hier aus. So, auf jeden Fall hier auch schön mit den Positionen der Trigger schön angedeutet, dass man also weiß, wo man hinfahren muss. Sowas finde ich immer vom Vorteil. Da muss man nicht lange suchen. So, Molkerei. Fische fangen. Fische fangen, genau. Das wollte ich mal gucken, was das ist. So, KI-Personen sind auch da. Autos habe ich, glaube ich, auch schon irgendwo gesehen. Ja, und hier, wie gesagt, aha, müsst ihr die kaufen? Ganz normale Produktion wahrscheinlich. Ja. Gebäude, Fische fangen, kaufen. Alles klar. Sehr nice. Dann gehen wir mal hier weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Dorfladen verkaufen. Der Haushalt von Großvater. Okay. Sehr interessante Verkaufsstelle. Aber ich glaube, das war, wenn ich es richtig gesehen habe, hier irgendwas mit Ballen. So, okay, noch eine Verkaufsstelle, interessant. Jo, kann man so machen. So, hier unten. Das große Feld. Wahnsinn. Da gucken wir doch mal eben, was das kostet hier. 1,18 Millionen, okay. Dann haben wir hier zwischendurch mal ein bisschen Wald. Die Kleinfelder, die sind auf jeden Fall erschwinglich. Und man sieht hier, als neuer Farmer habt ihr auf jeden Fall hier schon mal was. Und hier oben plus den Hofbereich. Damit könnt ihr also schon mal wunderbar loslegen und starten. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas Schönes an Feldern? Na gut, die großen Felder kosten halt doch ein bisschen Vermögen. Aber zu einfach, ne? Wollen wir es ja auch nicht machen. So, dann gehen wir weiter. Wenn wir hier schon im Menü sind, dass wir hier gleich nochmal durchschauen. So, also ihr seht hier Zusatzfrüchte, die mit verbaut worden sind. Dementsprechend haben wir auch Zusatzprodukte. So, wo haben wir dann die Steine? Genau, Besteine ist Standard und alles, was hier nachkommt, ist dann zusätzlich hier. Getrocknete Sachen, da ist nämlich eine Trocknungsanlage mit bei. So, war hier haben wir dann noch jede Menge Sachen. Haferflocken. Wahnsinn. Also hier sind echt eine ganze Menge an Produkten vorhanden. Langweilig wird es da definitiv nicht. So, wir haben hier schon auf jeden Fall ein paar Hühner am Hof.
Und wie sieht's hier aus? Jawohl. Feldmission haben wir da. Perfekt. So, Produktionsketten. Alles klar, Getreidetrockner. Der ist auf jeden Fall verfügbar. Das heißt, ihr könnt den gleich schon mal nutzen. Sehr praktisch. Ja, dann machen wir hier unsere Reise weiter. So, da haben wir die Getreidefabrik. So. So, hier drüben geht es dann weiter. Also auf jeden Fall mal hier den Tierhändler, das sieht man sofort. Und hier Gesteinsbrecher. Und auch der Ballenverkauf. So, dann haben wir hier oben noch ein bisschen was. So, Kalkproduktion. Okay, hier, das Gebäude, das kennen wir hier natürlich. Sollte jedem bekannt vorkommen. So, da vorne eine Waage. Sehr nice. Ja. Muss man sagen, also hier richtig schön komplett eingebaut das Ganze. Ergibt ein schönes, stimmiges Bild. Und dann gehen wir hier noch auf die andere Seite rüber. Und da haben wir noch die BGA. So, BGA. Okay, die ist ein bisschen steril gebaut, würde ich sagen. Eine Waage sehe ich jetzt hier auch nicht. Was natürlich eigentlich Sinn machen würde. Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Karte schon mal angetestet habt, wie sie euch gefällt. Da freue ich mich natürlich immer gerne über eure Rückmeldungen. Und ja, Rückmeldung ist auch ein gutes Stichwort. Wir gucken noch mal hier in die Lok rein, wie es da ausschaut. So, die Color Grading XML, die verfolgt uns, glaube ich, ein wenig. Die haben wir nämlich schon so ziemlich jeder Map irgendwo. So, dann haben wir hier die was Warning mit dem Foliage. Das haben wir auch in relativ vielen Karten. Ja, und der Rest sieht mir hier soweit fehlerfrei aus. Wenn man die zwei noch wegkriegt hier, dann ja, sehr gute Arbeit, hätte ich gesagt. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Ja, hier ist noch was. Sägewerk und die Schreinerei. So. Hier auch sehr schön relativ zentral am Wald gelegen. Kurze Wege. Sehr schön. Ja, also da hat sich jemand definitiv Gedanken gemacht. Und ja, ich bin mit meiner kleinen Vorstellung hier wieder einmal am Ende angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert auch gerne den Kanal, empfiehlt uns weiter. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und sage ciao, ciao.